wir es nicht. Also rüsten wir nicht um die Menschen in den Lagern, um die Zäune, um die Schießbefehle, um die unterlassene Hilfeleistung. In Wilhelm Tell geht es um Unterdrückung und um die Formen des Engagements, was man dagegen tun kann. Nimm die Armbrust, du hast sie gleich zur Hand, und mach dich fertig, einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Mit meiner Armbrust, er sterbe ich. Das Besondere an unserem Tell ist, dass es für die Stadt Biel gedacht worden ist. Das heißt, neben dem Ensemble des Tops gibt es noch zusätzlich junge Erwachsene aus der Stadt Biel. Wir wollen es sein, ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Ensemble, gemeinsam, im Gegensatz zu denen, die von jetzt an nicht dazugehören werden, weil sie den Termin verpasst haben. Pas comme ceux qui désormais ne font pas partie du Club. Parce qu'après, c'est trop tard. Trop tard, die Toilette, du Schluss. Ulrike, euch haben sie das Netz ums Haupt geworfen. Du musst Gewalt ausüben an dir selbst. Es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern. Und eine Freiheit macht uns alle frei. Also es gibt eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Das ist so ein Gründungsmythos der Schweiz. Tell gilt einfach als Nationalheld. Er ist zugleich ein Mörder und das ist schon bei der Vorlage von Schiller einfach thematisiert. Geht das überhaupt? Kann man einen Tyrann ermorden? Darf man das? Und diese Frage haben wir einfach weiter verfolgt. Wo warst du deine Armbrust, Vater? Ich sehe sie nicht. Du wirst sie nie mehr sehen.